It's all in my head. 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 Wecker aus! Eva, was habe ich in den letzten Stunden verpasst? Guten Morgen, Frau Ray. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Nacht hinter sich und fühlen sich bereit, in Ihren wichtigen Tag zu starten. Ich kann Ihnen die Nachrichten anmachen. Ja, Eva, tu das. Und nerv mich nicht mit deinen Floskeln. Sonst setze ich dich auf das einfachste Level zurück. Ich versuche nur, Ihnen Ihr Leben zu erleichtern. Aber bitteschön, hier die Nachrichten. Letzte Nacht kam es erneut zu Ausschreitungen. Die Menschen sind gespannt, was die internationale Raumfahrtbehörde heute nach über 2 Jahren bekannt geben würde. Das Erscheinen des neuen Planeten gab vielen Menschen Hoffnung. Doch die Lage der Erde hat sich weiterhin verschlechtert. Mittlerweile ist fast ein Drittel der Erde regierungslos. Die Menschen werden nicht mehr lange leben, wenn dieser Planet nicht der Ausweg ist. Außerdem, Sie haben gerade eine Nachricht der obersten Ratsvorsitzenden erhalten. Abspielen. Wir haben Ihnen die Pläne zur Übersiedlung geschickt. Sie werden sie heute nur noch den Vorsitzenden erklären müssen. Gute Arbeit, Ray. Die Protagierne sind stolz auf Sie. Danke, Eva. Sag mir Bescheid, wenn mein Fahrer vor der Tür steht. Dann werde ich Ihnen mal den Plan zur Rettung der Menschheit erklären. Durst? Wenigstens hat sich die Temperatur hier nicht geändert. Es ist kälter geworden. Found alone in what we thought was his happy home. We wondered how things ever got this way. Pills helped him through the pain, the snow and rain. Dark days could change his talk to shout. Bedauerst du es wenigstens ein bisschen? Was bedauern? Na, dass du unsere Familie verraten hast. Ich arbeite mit ihnen zusammen, weil es uns schützt. Es sind nicht alle schlecht. Es sind Menschen, natürlich sind alle schlecht. Mit denen sollte man nicht zusammenarbeiten. Und vor allem, was willst du schützen? Unser gesamtes Dorf ist von ihnen ausgerottet worden. Wir sind Protagianer. Wir sind von Natur aus friedlich und altruistisch. Auch wenn die Menschen schlecht sind. Sie müssen beschützt werden.
Die Menschen müssen nicht beschützt werden. Sie hätten sich selbst ausgerottet und das wäre das Beste für die 7 Dynastien des Universums gewesen. Wut und Hass sind Gefühle der Menschen. Du solltest eigentlich überall dem stehen. Ein Tier im alten Minenfeld. Selbst wenn es nur ein Tier ist, ich werde nachgucken. Ich komm nach. Eine Erinnerungskapsel. Dies ist eine Erinnerungskapsel vom 13.12.2104. Eine Erinnerungskapsel lässt Sie die Erinnerung einer Person lebensecht nachempfinden. Sind Sie bereit, die Erinnerung abzurufen? Dann werde ich Ihnen wohl mal den Plan zur Rettung der Menschheit erklären. Protagium ist vor ziemlich genau 2 Jahren in unserem Sonnensystem erschienen. Seitdem haben wir Forschung betrieben, um herauszufinden, ob Leben auf diesem Planeten möglich ist und ob wir uns ihnen vielleicht sogar teilen müssen. Wissen wir das? Jein. Der Planet ist bewohnbar, ähnelt der Erde fast zu 90%. Jedoch ist er nur von kleineren Tieren bewohnt, nichts Intelligenteres. Es gibt keine Bewohner, das kann nicht sein. Gibt es nicht. Aber das werden wir ändern. Wie meinen Sie das? Es ist zu gefährlich, die Menschen einfach so auf den Planeten zu schicken. Sie würden alles zerstören und wir würden letztendlich wieder einen neuen Planeten brauchen. Das wollen Sie verhindern? Ganz genau. Der Plan sieht so aus. Wir schicken Menschen rauf, denen jegliche Erinnerungen als Mensch genommen werden. Ihnen werden die künstlichen Erinnerungen eines Protagianers eingesetzt. Hier auf der Erde wird erzählt, dass es die Ureinwohner des Planeten sind. Ein friedliches Volk, welches auf Umwelt Acht gibt und die Menschen zum Schutz aufnimmt. Die Menschen, die dann auf dem Planeten übersiedeln, müssen sich friedlich verhalten. Und diejenigen, die Protagianer werden, denken, dass sie gar nicht anders handeln können als friedlich. Die Menschheit wird sich also selbst belügen, nur um sich selbst zu retten. Das bedeutet, dass es nie wirklich Protagianer gegeben hat? Charlie! 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 Komm! Charlie! Ich habe eine Botschaft der Garde erhalten. Sie wissen, dass ich sehr sensible Informationen habe. Dann bleiben nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich gefangen und sie richten mich hin, der menschliche Teil der Garde. Oder nach alten Protagianerbrauch werde ich ins Exil geschickt, in die Wildnis. Ich werde vermutlich nicht lange überleben dort. Aber dich wollen sie in Ruhe lassen. Du kannst zur Garde zurück und die Protagianer weiter beschützen. Weißt du, Annie, was für ein verdammt schlechter Bruder du bist? Um eine Haar hättest du mich heute allein gelassen. Ich hätte dich verloren. Und das alles nur wegen mir. Weil ich nicht gut genug auf dich aufgepasst habe. Aber das werde ich nicht nochmal zulassen. Dass irgendwer wegen mir verletzt wird. Charlie, ich werde gehen. Ich werde dich verlassen müssen.
Es tut mir verdammt nochmal leid. Aber nur so kannst du ein gutes Leben leben. Bei der Garde. Bei den Podagianern. Charlie, ich werde dich vermissen. Sobald ich weg bin, wird die Garde kommen und dich abholen. In dein neues Leben. Oder das alte. Also dann. Tschüss, Bruder. Hallo? Ist da jemand? Nein, 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 nein! Thinking of a shelter, I am so freezing. It's cold outside. Looking out to see the sun is shining, but I'd rather hide myself inside. I see. There's no reason left for me. But I see, there's no reason left to be. Separated from my pack, I'm like a lonely wolf, howling at the moon.
Still I want to go back, back, hopefully soon. Thinking of your words and I feel so awkward. It's not going alright. Looking down to my feet on the ground, wondering if I'll make it tonight. But I see there's no reason left for me. But I see there's no reason left to be. Separated from a pack, I'm like a lonely wolf howling at the moon. Still I want to go back, back, hopefully soon. Separated from a pack, I'm like a lonely wolf howling at the moon. Still I want to go back, back, hopefully soon. Separated from my pack, I want to go back. 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 Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, wie viel Uhr wir jetzt haben, oder wann ich das letzte Mal einen Baum oder einen Stein oder irgendetwas gesehen habe, was ich kannte. Aber ich habe dieses Notizbuch gefunden, mit ein paar anderen Sachen, die mir vermutlich mein Leben gerettet haben. Vor einiger Zeit habe ich alles verloren. Alles, was ich hatte, war in meinem Rucksack. Ich weiß nicht, ob ich dieses Notizbuch regelmäßig führen werde, ob es was bringt. Ich habe es geschafft, in die Wüste zu kommen. Der Weg hinter mir lastet schwer auf meinen Schultern, doch der Weg vor mir bringt mich in den Wahnsinn. Dennoch, irgendetwas ist da draußen. Das spüre ich. Und wenn es nur die Einsamkeit ist, welche mich ruft, ohne diese Hoffnung würde ich vermutlich nicht mehr leben. Verstand. Wie meinst du das? Du wurdest in der Wüste ohnmächtig und jetzt träumst du oder sowas in der Art. Aber es fühlt sich so echt an. Wie geht es dir, Charlie? Du weißt, wie es mir geht. Nein, weiß ich nicht. Warum sollte ich? Na, weil es mir schon eine ganze Weile so geht. Wie meinst du das? Erinnerst du dich nicht? Woran? An damals, die Nacht, in der sie kam. Ich verstehe nicht. Du bist bei der Garde in Sicherheit. Hab ich recht? Richard, nein. Ich war nie in Sicherheit. Wie meinst du das? Du weißt es. Sprich es aus. Nein. Ich werde jetzt gehen. Endgültig. Aber ich schaffe das nicht ohne dich. Du musst. Ich bin bereits vor vielen Jahren gestorben. Mein Geist hält dich nur auf. Tschüss, Bruder. Nein, Charlie, nein.
Was mache ich hier? Und warum lebe ich noch? Warum sollte ich da hoch? Warum sollte ich da lang? Ich bin komplett verrückt. Ich war doch in der Wüste. Ich hab Charlie gesehen. Verdammt, ich gehe wieder. Keine Ahnung wohin. Charlie, ich hab dich gesehen. Komm da raus. Komm verdammt noch mal raus da. Charlie, ich weiß, dass du da bist. Ich komm dich holen. Charlie nicht. Ich bin bereits tot. Ich kann das nicht. Ich bin komplett verrückt. Janus, er ist es.
Wer seid ihr? Ich bin Rhea und das ist Janus. Nein, eure Namen interessieren mich nicht. Mich interessiert, warum ich hier bin. Warum mich mein Gefühl hierher geführt hat. Du musst ihm vergeben. Er soll diesen Ort vor jedem Menschen schützen. Warum sprichst du Menschen so komisch aus? Tu ich nicht. Wie spreche ich es denn aus? Es klingt fast so, als würdet ihr euch für Prodagianer halten. Wir halten uns nicht nur für welche. Wir sind welche. Habt ihr noch nicht das Neueste gehört? Es gibt gar keine. Das ist nur eine Erfindung der Regierung, um diesen Planeten friedlich zu besiedeln. Ich habe dich viel schlauer gehalten, Richard. Woher kennst du meinen Namen? Das ist eine lange Geschichte, aber es gibt Wichtigeres. Also ich habe Zeit. Erzähl mir die Geschichte. Nachdem ich dein Schoßhündchen zusammengeprügelt hatte, ist das, denke ich mal, einfach nur fair. Du bist Prodagiana. Allerdings bist du Teil eines Projektes. Du bist bei menschlichen Eltern aufgewachsen, die sich für Prodagiana hielten. Und wir kennen deinen Namen, weil du das schwere Schicksal hattest, dass deine Fliegereltern gestorben sind. Was? Habe ich dich richtig verstanden? Du willst mir sagen, dass es doch Prodagiana gibt? Und dass das nicht meine Eltern waren? Nein, waren es nicht. Es gibt Prodagiana. Wir wurden beauftragt, die Menschen zu retten und schickten einen Planeten in euer Sonnensystem. Wir haben uns verdeckt gehalten. Und damit alles friedlich verläuft, haben wir der Regierung den Gedanken eingepflanzt, dass sie die Prodagiana erfinden. Also ist alles, was ich je gehört habe, eine Lüge? Erst bin ich Prodagiana und habe Eltern. Und dann finde ich die Erinnerungskapsel und auf einmal bin ich kein Prodagiana mehr. Außerdem dachte ich, dass mein Bruder am Leben ist. Doch ich habe ihn mir nur eingebildet. Keine Ahnung, wie oft. Und jetzt höre ich, dass auch die Erinnerungskapsel nur ein Trick war, dass es doch Prodagiana gibt und dass ich einer von ihnen bin, aber sonst niemand, den ich je kannte. Aber wozu das alles? Es war unsere Mission, die Menschen zu retten, aber nicht auf ewig hier zu bleiben. Wir wollten den Menschen den Geist der Prodagiana schenken, damit sie nicht mehr alles töten. Ich brauche einen Beweis. Was? Mir wurden in meinem Leben so viele Lügen erzählt, dieses Mal möchte ich einen Beweis haben. Okay, dann komm mal mit. Ich muss dir den Blocker entfernen, der dir deine prodagianischen Sinne nimmt. Der übrigens auch der Grund ist, warum Janus dich töten wollte. Da er dir die Aura eines Menschen verleiht. So, jetzt bist du Prodagiana. Es wird noch eine Weile dauern, bis du wieder alle Fähigkeiten bekommst. Alles wirkt unverändert, das ist für mich kein Beweis. Schau mal da zur Seite. Was ist das? Das ist die Grenze zu unserem Reich. Das ist Prodagian. Bist du bereit, nach Hause zu kommen? Dahin, wo dich dein Herzen unbewusst hingeführt hat? Wenn du mir noch eine Frage beantwortest. Was für eine Rolle spielt ihr in dem Ganzen? Wir beide leiten die Operation Second Horizon. Wir sind für all das von Anfang an verantwortlich. Von Anfang an? Prodagianer leben etwas länger als Menschen. Aber jetzt komm. Ich glaube, du wirst erwartet. This time we just go slow. We truly dig my heart. It's only time apart. And in no time we gon' be right back. Right by my side like a monkey on my back. It's been a ride and we know we're near done. I guess you need the lows to know you're up.